Aber ja, ihr müsst einfach sachlich bleiben. Wenn ihr sachlich bleibt, immer mal wieder eine Nachricht schreibt, es muss ja jetzt nicht jeden Tag eine sein, ich sag mal, wenn ihr ein, zwei in der Woche schreibt oder so. Irgendwann, also wie gesagt, ich werde mich schon bei euch melden, gerade wenn ich jetzt wie das letzte Mal so ein Minecraft-Special mache oder jetzt, sag ich mal, Yu-Gi-Oh! Irgendein Abo-Battle. Das letzte Mal habe ich auch eine Party offen gehabt bei Yu-Gi-Oh! Und da ist mir einer beigejoint, der hat es natürlich geschafft, ganz ehrlich, weil ich muss dazu sagen, ich mache meine Partys eigentlich immer geschlossen, weil ich möchte eigentlich schon mit den Leuten quatschen, die ich da eingeladen habe. Und wenn jetzt hier 8 Leute in der Party sind und da spielen 4 Leute irgendein unterschiedliches Spiel, das ist schon scheiße, ganz ehrlich. Deswegen, ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden, genauso wie mit den Kommentaren oder mit den Nachrichten. Und ja, also übertreibt es einfach nicht, sagen wir mal so. Und wo das jetzt mit der Party war, da ist halt noch einer beigejoint und da war ich halt nicht schnell genug, sagen wir mal so. Und ja, ich sehe ihn da, also oder sozusagen, ich nehme ihn das dann auch nicht übel. Klar habe ich mit ihm dann ein Abo-Battle gemacht und das ist dann so hinausgelaufen, dass ich das gestartet habe und dass wir dann Tech, sozusagen Tech gespielt haben, also ein 2 gegen 2. Da habe ich halt dann noch 2 andere Abonnenten eingeladen und ja, so kommt man auch mal. Das ist immer diese spontanen Aufnahmen oder so, weil es gibt auch mal Tage, da könnte ich Minecraft an die Wand klatschen und ich habe jetzt keinen Bock mehr hier in der Ecke zu liegen, Mann. Wenn der hier nicht ins Bett kommt und schlafen möchte, Mann. Ich weiß ja nicht, ob der sich da gerade die Eier schaukelt oder was. Du gibst mir jetzt, da gebe ich dir jetzt, Mann. So, jetzt muss ich ja mal gucken, ist das hier irgendwo eine. Was ist denn jetzt los, okay? Ich dachte, wieso komme ich denn jetzt hier nicht hoch? So, wir gehen jetzt hier hinten wieder ein wenig begradigen, wobei wir auch dann einen Weg hochbauen müssen oder so. Und ja, ich sage mal, das ist jetzt, ich will das Thema jetzt nicht ellenlang hier in die Länge treiben. Ich muss mal sagen, das ist jetzt ein. Oh, ihr kostet mich Nerven, ihr zwei Mann. Ich möchte das Thema jetzt nicht unnütz in die Länge ziehen, ganz ehrlich. Ab und zu mal eine Nachricht schreiben ist nicht verkehrt, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich habe auch den ein oder anderen YouTuber bei mir, mit dem ich gerne mal spielen möchte. Und der hat auch schon etliche Abonnenten mehr als ich. Das ist klar, dass dann so oder so mal Fragen untergehen. Ich sehe das, wenn ich jetzt ein paar Tage mal nicht auf YouTube war. Mag es irgendwas auch immer gewesen sein, im Real Life, wenn ich irgendwie keine Zeit hatte wegen der Arbeit oder sonst irgendwas, dann tut es mir leid, dass ich nicht gleich auf eure Kommentare antworte, aber wenn ich jetzt einen Kommentar kriege, wo jetzt drinne steht, geiles Video, zum Beispiel, kriege ich öfters, muss ich dazu sagen. Und dann jedes Mal danke, danke schreien, das ist auch doof. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr mir sowas schreibt, dass ihr meine Videos geil findet. Und jetzt leckt mich am Arsch, Mann. Jetzt bin ich hier wieder hergelatscht, ey. Und das freut mich, aber ich sage mal, da jetzt jedes Mal eine Antwort drunter zu schreiben und jedes Mal danke. Ja, ich sag mal, ich könnte ja auch nochmal drunter schreiben, ja, es freut mich und sowas, aber ja. Und dann, wenn dann Leute kommen, ganz ehrlich, weshalb antwortest du nicht auf meine. Dieser Penis, Mann, Alter. Bäm. Dann kommen die Leute, ganz ehrlich, und schreiben mich dann an hier oder schreiben dann in die Kommentare noch darunter. Weshalb, oh, mit einem Schlag, ja, nice, Mann, antwortest du nicht auf meine Kommentare und sowas, weil ich muss mal sagen, die Leute, ganz ehrlich, die haben mir dann schon
mehrere Kommentare in der Art geschrieben, wo denn dann drin steht hier, dass sie meine Videos geil finden. Wie gesagt, ich finde das immer wieder geil. Ich möchte sie natürlich auch bestmöglichst immer gestalten für euch und natürlich auch für Abwechslung sorgen. Es soll ja nicht immer das Gleiche sein. Aber wenn ihr mir jetzt hier, sagen wir mal, wie jetzt Minecraft, versuche ich natürlich, meistens klappt es ja auch, täglich ein Part hochzuladen, und wenn ihr mir dann jetzt täglich da einen Kommentar drunter schreibt, geiles Video und dann hier Thanks dahinter oder sowas, das wäre doch Schwachsinn, ganz ehrlich, wenn ich dann jeden Tag Danke, Danke dahinter schreiben würde. Versteht ihr, was ich meine? Also, ihr sozusagen, es freut mich trotzdem, auch wenn ihr, wenn ich da jetzt nicht drauf antworte oder so. Wie gesagt, ich kann es jetzt nochmal sagen, es freut mich über jeden Kommentar, über jeden Like, den ich bekomme. Und ich habe ja auf jeden Fall schon ein paar gute Leute, oder naja, ich sage mal nicht nur ein paar, eigentlich kann mich eigentlich bis jetzt noch über keinen beschweren, also von meinen Abonnenten, dass ich hier irgendeinen Hater hätte, der mir irgendeinen Stuss in die Kommentare schreibt. Nee, bis jetzt kommt immer nur Gutes, und ja, da denke ich mal, dann gefällt euch meine Videos und da freue ich mich drüber. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt nochmal für jeden Kommentar, den ihr mir immer fleißig schreibt und Likes gebt, und ich sozusagen, ihr schreibt mir immer, mach weiter so. Dann sage ich einfach mal zu euch, macht weiter so, und ich mach auch weiter so. Hä? So, wie viel? Okay, jetzt habe ich ein bisschen Erde abgebaut. Dann muss ich mal gucken, wie ich mir denn jetzt hier erstmal ein Fundament irgendwie aufbauen kann. Aber ich muss mir natürlich erstmal hier runter auch erstmal einen Weg nach oben bauen. Ich muss das hier ein bisschen so abgrenzen, weil ich möchte das möglichst so machen. So, okay, hier. Okay, den habe ich mir jetzt deswegen genommen. Wartet mal, den gehe ich jetzt einfach mal hier hinter. Mach mir jetzt einfach mal hier so einen Streifen. Weil ich natürlich jetzt auch hier noch dann hier hinter einen Weg machen würden wollen, oder ich mach mir, ich biete den dort einfach hinten dann ab und lasse einen hier lang führen und einen hierher oder so, weil ich sag mal, das wollten wir ja so oder so eigentlich noch wegnehmen. Deswegen kommen wir, bauen das jetzt erstmal runter, und ja. Okay, den hauen wir natürlich. Ja, komm, hauen wir jetzt gleich weg. Super, jetzt ist mir noch die Axt. Die Hacke ist mir abgebrochen. Sorry, Leute. Und dann machen wir so. Lup. Lup. Weg mit dem Mist. So, jetzt haben wir hier erstmal sozusagen unseren Weg, den wir jetzt hochwärts bauen. Wie wir natürlich das dann noch abrunden, das könnten wir eigentlich rein theoretisch so lassen. Nur, dass wir hier den Kobbel weghauen. Hier gehen wir halt dann wieder zwei runter und hier gehen wir dann nochmals zwei runter. Dass wir das halt nicht immer alles ganz so gleich machen. Wisst ihr, Leute, wie ich das meine? Und ja. Aber dieses Gras hier, oh, dieses Unkraut, ich hasse es, ihr wisst es auch. So, was gibt es jetzt noch so für Themen? Ich habe ja jetzt derzeit noch nicht so viele Themen, da ihr mir ja noch bis jetzt noch keine Kommentare geschrieben habt, aber das liegt ja nicht an euch, das liegt ja eher an mir, weil ich ja sozusagen die Folgen noch nicht hochgeladen habe. Schreibt es mir Kommentare, ich möchte Themen haben, sagen wir mal so. Ich möchte ja nicht immer den gleichen Käse reden. Und ja, wie mache ich denn das jetzt? Das machen wir so. Gehen wir den hier. Ich würde natürlich jetzt schon gerne den Weg ausbauen. Ich weiß nicht, ich könnte ja eigentlich jetzt immer mal eine so eine Folge... Könnte ich eigentlich so ein Anime
wie heißt denn das nochmal? Review, irgend sowas könnte ich ja machen. Weil ich ja den Weg schon jetzt von Naruto und sowas. Und ich muss ja sagen, bei Naruto läuft es ja derzeit eh richtig geil. Und wobei ich sagen muss, bei One Piece ist ja derzeit auch richtig die Kacke am Dampfen. Also den kann ich euch derzeit auch nur empfehlen, das möglichst zu verfolgen. Und ja, da könnte ich ja eigentlich immer eine so eine Folge machen. Einmal eine Folge, wo ich jetzt über die neueste Folge, das wäre dann einmal in der Woche sozusagen, von Naruto rede und eine, wo ich von... Okay, wie macht man das hier? Wollen wir natürlich auch gerade machen. Und eine, wo ich von One Piece rede oder so. Das wäre eigentlich, denke ich, mal eine gute Idee. Und ich müsste jetzt mal... Okay, es sind jetzt schon knapp 11 Minuten bei mir auf der Aufnahme. Okay, dann müsste ich sagen, dann müsste ich das dann so in 5 Minuten ansprechen. Also das wäre dann bestimmt so der nächste Part. Also morgen, denke ich mal, wird es erstmal um Naruto gehen. Da werde ich erstmal von der neuesten Folge quatschen. So, hier müssen wir mal gucken, was wir uns hier noch hersetzen oder so. Was könnte man uns hier mal noch hersetzen? Was Kleines, irgendein klein, na... Hier könnten wir uns, das wäre eigentlich die Ideal oder ideal für so, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 1, 2, 3, 4, okay, wenn ich da jetzt hier einen hinhau, so, und so, wartet mal, nehmen wir hier noch einen weg, könnte ich ja da wie so einen kleinen Unterstand bauen, wo ich denn dann mal ein paar Kisten oder sowas hinstellen kann, die jetzt diesbezüglich nur fürs Feld sind. Müsste ich aber jetzt mal... Mal, setzen wir den hier. Den setzen wir hier. Den hauen wir weg. Und... 1, 2... 1, 2, 3. Ich sag mal so hier. Ah, der war Mist. Da waren wir nämlich schon wieder Stuss hier. So, das soll jetzt einfach mal so als kleine Begrenzung sein, würde ich mal sagen. Hier kommt dann Kobbel rein. Da haben wir jetzt sogar gerade zwei Stück dabei. Sagenhaft. Zwei Kobbel. So, keine Ahnung, wo wir die haben. So, die setzen wir hier her. Und hier führe ich halt dann den Weg lang. Und das wird dann so oder so noch abgebaut. Und keine Ahnung, was da hingebaut wird. Hier geht dann unser Weg hoch. Und wir das dann noch ein wenig verschönern müssen. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt gerade machen. Ich will jetzt erstmal hier oben die Fläche weitermachen. So, da brauchen wir auf jeden Fall jetzt wieder. Okay, da könnte ich das natürlich dann nebenbei abbauen. Und hier dann wieder aufbauen, dass wir da schon eine Verwendung dafür haben. Derzeit läuft One Piece im Hintergrund. Feier ich richtig. Aber ich, ihr kriegt's mit, ich würde jetzt schon am liebsten anfangen davon zu erzählen. Achso, okay, geht so. So, okay. So, da bauen wir das jetzt hier noch zu. Ja, geht alles ganz easy. Ich würde aber, ganz ehrlich, Leute, ich würde auch immer gerne von... Oh, so. Nicht, dass sich jemand aufregt. Oh, hast einen Stein vergessen oder einen Block. Nein, passiert mir so schnell nicht. So. Es wird schon wieder finster, kriege ich gerade mit. Auch einfach nur mal vom Spiel quatschen, weil ich ja einfach auch die Musik genießen möchte. Und ja, aber das ist alles so ein Thema... So, hier seid ihr auch noch so. So, okay. So, das können wir ja... Keine Ahnung, wie wir das machen. Erstmal hier noch die eine Bahn wegnehmen. Ja, ich muss gucken, wie ich denn dann das Haus mache, Leute, wisst ihr? Ich würde natürlich hier gerne schon noch ein paar, ich sag mal, mindestens
Pfui, pfui, ja du Gras, du, pfui, pfui. So, jetzt muss ich so oder so gleich wieder nach Hause, da wir ja bestimmt jetzt gleich wieder schlafen müssen. Ich mache jetzt einfach mal hier einen radikalen Durchbruch. So. So, jetzt gehen wir erstmal schnell nach Hause. Können wir eigentlich dann... Okay, die Stammer dort unten kriegen wir dann auch Kobbel, da brauchen wir jetzt nichts mitnehmen. Da können wir hier den Berg abbauen und können uns dann oben Kobbel drauf bauen. Ich glaube, man müsste jetzt eigentlich... Oh, mein Ohr. Ich habe jetzt gerade nach links geguckt auf die Aufnahme. So, da gehe ich schnell hier hoch. Und hau mich erstmal hin. Und dann sage ich bis morgen und dann gibt es Naruto, ein Naruto-Review.